Morgen endet die Season 13 und mein Rang ist mir jetzt komplett egal. Also habe ich mit einem Kumpel versucht, in Zoos zu freestylen. Ihr wisst, dass meine Mechanics nicht die besten sind. Aber ich versuche jetzt trotzdem in jeder Aktion irgendwie ein Freestyle zu sehen. Okay, bei dem Ball kann man es schon mal versuchen. Vielleicht Flip Reset? Als ob unsere erste Runde und nach 6 Sekunden sofort ein Flip-Reset-Tor. Mach's nochmal, ich hab's nicht gesehen. Und jetzt vielleicht direkt einen Ground zu. Oh nein, dazwischen gehen wichtig. Ich bin viel zu früh hochgesprungen. Aber Ground zu Aerials, damit habe ich wirklich noch ganz, ganz große Probleme. Die kann ich irgendwie schlechter als Flip-Resets. Ja, Demo? Mate ist down, vielleicht aber kurz einen Pinch, um Zeit zu gewinnen. Nochmal dazwischen gehen. Na, Recovery. Wichtig. Also, ich finde, die Recovery ist aber auch super wichtig und gehört für mich heute zum Freestyle so ein bisschen dazu. Jetzt hier pre nach oben gehen. Okay, das kann ich eigentlich sehr viel besser. Er will auf einen Aerial. Jetzt aber, jetzt bin ich richtig früh oben. Er kommt, er kommt. Er kommt trotzdem vorbei. Gute Aktion. Okay, da kann ich jetzt nicht free nach oben gehen. Aber irgendwann heute will ich nochmal einen richtig guten Pre-Jump machen. Der war aber auch wichtig. Nochmal dazwischen gehen. Recovery. Wir müssen heute einfach gedankenschnell sein. Mein Hirn ist gerade komplett im Ladezustand. Sekunde. Ja, vielleicht. Ja, wichtig. Demo. Ich kann den Ball nochmal... Ah, nee, er ist früher da. Schade. Nochmal wegrammen. Wichtig. Mate. Okay, sorry. Ein bisschen. Ja, ich kann nochmal hier. Vielleicht nochmal da. Passing Play ist der Ball. Der Ball ist drin. Wichtig. 3-1. Okay, sie geben auf. Wir gewinnen die erste Runde. Okay, also einen Flip Reset haben wir schon mal. Aber jetzt in der Runde will ich auf jeden Fall einen guten Pre-Jump haben. Vielleicht jetzt sogar. Nein, klappt noch nicht. Aber ich kann dazwischen gehen. Wichtig. Vielleicht in den Gegner Pre-Jump. Okay, klappt auch nicht. Aber trotzdem ist der Ball drin. Vielleicht habe ich ihn ein bisschen gestört. Ja, jetzt nur noch in die Mitte. Wichtig. Es hat sich ja. Ich bekomme solche Bälle nie rein. Immer ist der Gegner irgendwie im Weg. Oh, nochmal gute Aktion. Kann ich vielleicht nochmal nicht so gut? Vielleicht jetzt nochmal? What? Habe ich gerade beide outplayed damit? Warte, warte, waren wirklich beide? Es sind beide outplayed. Und wir gewinnen auch diese Runde. Aber ich will in der Runde jetzt auf jeden Fall meinen Pre-Flip haben. Ich könnte jetzt hier auch mal pre nach oben gehen für einen Redirect, aber mir fehlt der Boost am Ende. Schade, war eigentlich eine ziemlich gute Aktion. Hast du? Oh, wichtig. Der Ball könnte ganz gefährlich werden. Habe ich aber kurz Boost mitnehmen. Fake. Oh, klappt wunderbar. Jetzt vielleicht nochmal ein Fake. Nochmal. Nochmal. Oh, okay. Ein Fake haben wir auch schon mal. Und mein Kumpel schreibt sogar, ouch. Ah, oh, vielleicht du jetzt auch einen Fake. Nein. Ja. Ja. Nein. Okay, schade. Oh, jetzt gleich vielleicht pre nach oben gehen. Ich will irgendwann pre nach oben gehen und den Ball haben. Aber das klappt nicht. Das war ein guter 50. Ball kommt hoch. Ball kommt weit. Jetzt vielleicht nochmal in die Mitte. Ich würde es gerne besser machen als eben. Nein. Oh, sorry. Einmal kurz gerammt. Vielleicht nochmal den nächsten rammen. Oh ja, Bump Plays wären auch wichtig. Du übernimmst. Gut. Passing Play. Ja, irgendwie zu mir. Ich zu dir zurück. Oh, jetzt bist du down. Aber ich bekomme den Ball. Oh, ich bin auch down. Aber der Ball. Oh, er ist im... Was? Okay, das war schon ziemlich nice. Ich musste einfach mal Props geben. Und da bin ich auch gerade ein bisschen eifersüchtig drauf, um ehrlich zu sein. Hätte ich gerne gemacht sowas. Schade. Aber gute Aktion, guter 50. Ja gut, den Ball, den muss ich eigentlich nur noch reinmachen. Wieder 3-1, 2 Tore Vorsprung. Ja, okay, Gegentor, aber trotzdem immer noch 2 Tore Vorsprung. Wollten die gerade einen spanischen Kickoff machen? Ich glaube schon, ne? Das ist aber ziemlich mies von denen. Also die wollen richtig hart bumpen anscheinend. Jetzt vielleicht mal pre. Ja, immerhin den Gegner. Du bist eigentlich durch, oder? Bump? Ja, brauche ich gar nicht. Ne? Du bist durch, oder? Ja, wichtig. 5-2. Oh, und sie geben auf. Irgendwie verrückt. Jetzt gerade, wo mir der Rang egal ist, vielleicht nochmal ein Flip-Reset. Mhm. Oh, nein. Jetzt gerade, wo mir der Rang egal ist, gewinnen wir einfach jedes Spiel. Es ist... Oh, crazy. Oh, jetzt die Gegner vielleicht mit einem Redirect? Nein, Ball habe ich erstmal. Oh, schlecht, normal an. Wichtig, nochmal. Mates?
Warum gehst du? Das ist mein Tor! Warum gehst du mir dazwischen? Aber ich schreibe mir guter Pass. Unter Kollegen kann man sich so einen Spaß schon mal erlauben. Bei einem Random hätte ich es, glaube ich, nicht gemacht. Der Ball ist wieder drin. Wie soll ich denn freestylen? Wir führen halt einfach 4:0 nach nicht mal einer. Oh, schöner Pass zum Gegner, Mate. Aber wichtiger Save. Das war... Ich wollte schon meckern gerade. Jetzt vielleicht nochmal mitnehmen. Schöne Recovery. Boost mitnehmen. Gute Recovery. Boah, bin ich gerade schnell unterwegs. Das gefällt mir gerade richtig gut. Jetzt... Oh, das war schlecht. Ja, das war ganz schlecht. Da wollte ich ein bisschen zu viel. Aber da wir jetzt eh schon mal 4:0 führen, kann ich auch ein bisschen entspannter spielen. Ein bisschen mehr freestylen. Vielleicht mal so den Ball saven. Boost bekomme ich nicht. Dazwischen gegangen. Oh, was für ein blöder Fifty. Das war nicht ganz so gut. Hast du aber vielleicht nochmal einen Pass zu dir? Wie gefährlich und kriminell. Das war eigentlich richtig gefährlich. Würde ich eigentlich niemals so machen. Aber jetzt kann man das sich erlauben. Jetzt einen Pre-Jump. Und der funktioniert endlich. Leider nicht on target. Wäre schöner gewesen. Jetzt nochmal du, Pinch. Oh, schade. Wäre auch, glaube ich, richtig cool geworden. Und auch die Runde gewinnen wir. Gut, also wir gewinnen anscheinend jede Runde, obwohl ich... eigentlich nur Scheiße mache und irgendwie ein bisschen freestylen will. Auch das ist ein guter Anfang. Leider kein Buch. Okay, ich bin down. Ja, jetzt du vielleicht zu mir rüber. Gut, komm ich... Ah, oh, viel zu früh war ich da oben, aber einen Touch bekommen. Jetzt vielleicht eine Demo. Mein Mate ist ja nicht hinter mir. Ich dachte, mein Mate übernimmt den Ball oder so. Jetzt vielleicht nochmal. Oh, blöd, gegen die Wand. Hast du nochmal? Wichtig. Hab ich nochmal. Okay, Ball ist drin. Hör auf, Bälle zu was lutschen. Aber natürlich dürfen toxische Gegner in einer Session nicht fehlen. Das gehört einfach zum guten Ton mittlerweile dazu. Pinch vielleicht. Schade. Recovery. Ich bekomme keinen Flip hin. Ich wollte eigentlich frontflippen. Ja, Kollege, ist okay. Schreib was für eine Parade. Ich mach mal mit und schreib mein Meme. What a save. Oh, und er schreibt TG. Das habe ich erst letztens in der Folge Once gelernt. TG heißt halt deinen Mund. Und auch der Gegner ist, ich würde schon fast sagen, natürlich ein Franzose. Ich sag da einfach gar nichts zu. Ihr könnt euch den Rest denken, den ich aussprechen möchte. Es ist okay. Wir führen ja jetzt gleich wieder. Oh, jetzt. Das ist ein schlechter Scherz, ne? Oh. Ups. Es ist wirklich ein schlechter Scherz. Da komme ich noch hin. Ja, wichtig. Jetzt vielleicht zu mir. Nur zu mir. Ja. Aber ich kann einfach nicht gut in der Mitte stehen, weil ich immer denke, wenn der Ball jetzt schlecht kommt, dann bin ich outplayed. Deswegen bin ich immer ein bisschen zu defensiv. Mach da nicht rein. Wichtig, Ball kurz wegspielen. Jetzt vielleicht hier was an der... Nee, warte, bis er unten ist. Jetzt Ground zu Ariel. War schon besser. Und er schreibt natürlich guter Pass. Aber Ground zu Ariels muss ich wirklich nochmal lernen. Vielleicht nochmal zu dir. Du zurück. Oh, ich bekomme den nicht rein. Warte, nochmal jetzt. Du nochmal. Bitte, bist du da? Ja. Oh mein Gott, wichtig. Und ich weiß, was jetzt kommt, Mate. Oder? Ja, natürlich. So, ein Getrash-Talk hier im Chat. Aber mein Kumpel teilt halt auch super gerne mal aus. Wichtig. Das war gut gemacht von mir. Ball schön angenommen. Ball schön weiter. Okay, weißt du was? Ich mach mal mit. Und wir gewinnen. Das war eine lustige Session.